Guten Tag. Ich möchte Ihnen jetzt die vierte Kunst vom Deep Dating näher bringen. In der vierten Kunst geht es darum, wie rede ich? Sie können sich erinnern, die erste Kunst war, wie stelle ich Augenhöhe her? Die zweite Kunst war, wie höre ich zu? Die dritte Kunst war, wie frage ich Fragen? Und jetzt, die vierte und letzte Kunst, um die es mir geht, ist, wie rede ich, wenn ich Fragen beantworte oder wenn ich etwas erzählen möchte. Und natürlich geht es immer darum, dass ich Nähe herstelle, dass ich Beziehung stärker mache, dass ich, wenn sie so wollen, die Liebe zwischen zwei Menschen grösser mache. Also, eine ganz wichtige Regel ist, wenn ich Vergleich brauche, ist es sehr hilfreich, wenn ich mich auf einen Vergleich beziehe, der gut funktioniert, der schön funktioniert. Das ist nicht ganz üblich in unserer Gesellschaft. Wir sind unglaublich gewöhnt, dramatische Geschichten zu erzählen. Dramatische Geschichten haben 95% Drama und es wird schlimmer und es ist unmöglich und ich bin Opfer und es ist gar nicht eine Lösung in sich gewesen. Und in den letzten 5% kommt eine Lösung. Das ist so, wie wir heute in unserer Kultur meistens Geschichten erzählen. Nur leider sind die Geschichten bloß spannend. Sie machen uns 95% der Zeit eng. Es ist eher die Angst, die dann bestimmt, als die Freude. Was ich mit Ihnen praktizieren, lernen und vertiefen will, ist, wie erzähle ich Geschichten, die möglichst 100% der Zeit Freude inszenieren, die Beziehung stärker machen, wo der andere schöne Vorbilder für sein Leben überkommt aus ihrer Geschichte. Solche Aspekte möchte ich stärken und hervorheben. Und interessanterweise geht das ganz einfach, indem man in den Vergleich nicht sich auf negative Sachen bezieht, sondern auf positive Sachen. Also, ein Beispiel dafür wäre, dass ich jetzt von meiner frühere Frau erzählen und vielleicht war das eine schwierige Geschichte und eine dramatische Geschichte und vielleicht hat sie sich über Jahre hingezogen. Sie können es nachvollziehen, das ist nicht etwas, das Nähe herstellt oder wo Freude herstellt. Es mag spannend sein und man mag mitfühlen mit ihnen, aber es ist nicht das, was Freude herstellt. Wenn ich aber das noch nicht in meinem eigenen Leben hatte, dann könnte ich ja vom Nachbarn erzählen, der so eine schöne Verbindung mit seiner Frau hat. Und wenn ich die am Morgen beobachte, vielleicht wie er ihr den Kaffee ans Bett bringt, oder vielleicht wie er den Rasen mäht und wie sie ihn dafür gern hat und küsst und ihm einen Tee rausbringt, oder vielleicht wie er ihr jedes Mal Türen aufmacht im Auto und wie sie ihrerseits dann überlehnt und ihm Türen aufmacht im Auto. Solche Geschichten. Also vergleichen auf etwas, wo man gern hat, wo einem freut. Es ist noch ein zweiter Aspekt, der wichtig ist im Erzählen. Es ist unglaublich hilfreich, wenn ich erzähle über das, wo ich hin möchte im Leben und nicht dort, wo ich herkomme. Dort, wo ich herkomme, ist eigentlich für niemanden interessant. Es mag interessant sein in einem biografischen Kontext, aber was viel schneller Beziehung herstellt, was viel schneller Freude herstellt, was viel schneller ein Lachen ins Gegenübers Gesicht bringt, ist, wenn ich erzähle, wo ich hin möchte. Wenn ich erzähle, was mir gut tut, wenn ich erzähle, wie ich für mich sorge, wenn ich alleine bin, wie ich vielleicht, was ich herausgefunden habe, wie ich Eifersucht lösen für mich, sodass ich jetzt den Leerraum geniessen kann, anstatt das Vermissen vom Partner. Das sind Aspekte vom Reden. Das erste, das Vergleichen auf positive Sachen. Und das zweite, vom Erzählen, was ich gerne möchte, von was ich gerne mehr möchte, was mir gut tut im Leben. Und interessanterweise ist das, was das Gegenüber normalerweise inspiriert, auch von dem zu erzählen. Und ganz schnell finden sich Gemeinsamkeiten. Und sie wissen, nichts verbindet mehr als gemeinsame Ziel, als eine gemeinsame Ausrichtung. Das ist das, was ich mit Ihnen am Deep Dating möchte üben, vertiefen und praktizieren. Ich freue mich, Sie dort bald zu sehen. Viel Spass und bis bald. Danke vielmals.